Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Ich finde es toll, ich finde es wirklich bemerkenswert, wie viele ältere Menschen sich noch sportlich betätigen. Ja, ich habe das neulich mal gesehen, bin ich an einem Fitnessstudio vorbeigefahren mit dem Auto und da habe ich das gesehen, was da, es sind oft durchsichtig auch die Studios, was da geleistet wird an der Beinpresse zum Beispiel, das ist schon erstaunlich. Ja. Viele sind auch offen für den technologischen Fortschritt. Meine Mutter, Ende 70, ja, wollte sie noch ein Smartphone. Unbedingt, noch mehr als die Enkel wollte sie es. Hat sich mehrfach auch auf den Boden geschmissen. Und dann haben wir gesagt, komm, dann legen wir zusammen und schenken wir eins zum Geburtstag. Und am Anfang mussten wir ihr ein paar Sachen erklären, wie es angeht zum Beispiel. Es war natürlich wichtig, dass die Reichweite sich dadurch erhöht. Und ja, aber inzwischen, ich meine, inzwischen kennt sie sich ganz gut aus. Ja, meine Mutter, ich meine, die ist nicht blöd, die kommt nach mir. Neulich, um mal ein Beispiel zu nennen, neulich war sie im Aldi, ja, ich rufe sie an und sie meldet sich und sagt, hey, woher weißt du, dass ich im Aldi bin? Ja, da muss man erst mal drauf kommen. Vor ein paar Tagen klingelt es wieder bei mir, ja, ich gucke auf dem Display, ah, meine Mutter, ich gehe dran, sage hallo, meine Mutter, Sigrid? Bist du's? Sigrid? Und ich so, nein, hier ist Lars. Hallo Mama. Sigrid? Sigrid? Und da hab ich ausgestellt, ja, weil ich dachte, das ist so falsch verbunden. Sie konnte mich nicht hören, aus irgendwelchen Gründen. 5 Minuten später klingelt es wieder. Sigrid? Hallo Sigrid, bist du's? Und da habe ich gedacht, Mensch, es ist meine Mutter. Ich wollte sie nicht enttäuschen. Und da habe ich gesagt, ja, hier ist Sigrid. Und da haben wir 2 Stunden telefoniert. Und ich habe noch nie so gut mit meiner Mutter telefoniert. Ja? Es war ein Traum. Es war ein Traum. Und ein paar Tage später ruft sie wieder an und Lars, bist du's? Und da habe ich gesagt, nein, hier ist Sigrid. Ich wollte es so lassen. Ah. Heute weiß doch kein Mensch mehr, wer von wo aus mit welchem Apparat anruft. Ja? Ich habe zum Beispiel letztes Frühjahr war ich auf einer Safari in Afrika und plötzlich geht das Telefon, meine Mutter. Ja, kannst du mich mal zum Arzt bringen? Ich sag, Mama, ich bin auf einer Safari, gleich kommt der Löwe, da bin ich, also muss ich vielleicht selbst zum Arzt. Ja, ja nee, ich muss in 3 Stunden erst da sein. Sie denkt immer noch in festen Netzen, ja, das ist das Problem. Ja, wir sind in gutem Kontakt, muss ich sagen. Also ich bin mit meiner Mutter, ich habe sie jetzt auch unter Favoriten eingespeichert. Ja, immerhin. Ich meine, sie hat mich geboren. Ja, das hätte jetzt auch nicht jeder auf sich genommen. Meistens, sie ruft mich unheimlich oft an aus Versehen. Das ist ganz interessant, ja, dass sie irgendwie das Telefon auslöst in der Tasche. Ich weiß nicht, wie sie das macht, aber ich höre sie dann atmen. Ja, ich gehe dran. Das ist schon mal gut, ich weiß, dass sie lebt. Und dann geht sie auch mit mir, geht sie Treppen hoch, runter und wir begegnen Leuten. Manchmal spricht sie auch über mich mit diesen Leuten, das ist ganz interessant. Ja? Und es ist immer witzig, wenn sie mich am nächsten Tag anrufen und sagen, ja, Kind, ich muss dir was erzählen. Dann sage ich immer, ja, ich weiß schon, Mama, ich war dabei. Ich war ja überall dabei. Ja? Telefonieren ist auch nicht mehr so wichtig. Ja? Das ist also, meistens ist es ja jetzt, dass man sich Kurznachrichten schreibt. War natürlich auch bei meiner Mutter so, dass sie irgendwann anfing. Die erste SMS, die sie mir geschickt hat, die war wirklich sehr kurz, hatte sie geschrieben, Ü. Ja? Ü. Und da habe ich zurückgeschrieben, Ö. Keine Reaktion. Halbe Stunde später kam sie wieder, Übedüb. Da habe ich gesagt, okay, sie übt vielleicht noch. Ja? Und dann kam ein längerer Text, da hat sie geschrieben, Klackze Bevero Samstug. Da habe ich mir eine Spionage-App runtergeladen und da kam raus, irgendwie am Wochenende, dass vielleicht am Wochenende vorbeikommen wollte. Ja? Gut, okay, habe ich zurückgeschrieben, Aljupsch, kommst, wann's willst. Dann war längere Zeit Pause, da kam irgendwann das erste Bild von ihr. Und da war ich wirklich stolz auf meine Mutter. Das erste Bild hat sie mir geschickt, da war ich richtig stolz, war ein Bild von ihr, ja? Also ein Selfie praktisch. Und also, sie war nicht ganz drauf, aber...
Es war ein Ausschnitt, streng genommen war es ein Ausschnitt von ihr, also es war eigentlich nur das Knie. Aber ich habe sie sofort erkannt. Ja, ich kenne ja dieses Knie, ja, da habe ich ja jahrelang davor gestanden. Also. Nein, wenn man jetzt mal Bilanz zieht, ja, ich meine, wenn man mal, wir haben dann auch mal zusammengesessen, was haben wir eigentlich erreicht mit diesem Handy? Ja? Das Bild vom Knie, und dann hat sie noch eine Hinterkopfserie von meinem Vater gemacht. Ja, wir haben auch überlegt, ob wir es hier wieder wegnehmen. Ja? Aber vielleicht liegt es auch daran, dass alles so klein geworden ist. Es sind halt unheimlich kleine, die Tastatur, diese schwachsinnige Stummtaste. Die Stummtaste, ich meine, die hätte es früher doch nicht gegeben. Ja? Früher hat man diesen Bagelit-Hörer, haben zwei Leute getragen, der dritte hat reingerufen. Ja? Das war doch ganz was anderes noch, wenn man da ein Gespräch angenommen haben wollte, dass es nicht gehört wird, was man sagt, da hätte man einfach hier unten hat man draufgehalten. Ja? Wer ist es denn? Deine Mutter. Ich bin nicht da. Ja? Einfach nur unten dran gehalten. Dann war das nicht zu hören. Meine Oma hat immer oben zugehalten. Hatte ganz viele Probleme auch. Gut, jetzt kam zuletzt eine SMS von meiner Mutter. Hallo Sigrid, sie bleibt dabei. Ilse und ich holen dich um 18 Uhr zum Kegeln ab. Gruß Ingrid. Jetzt muss ich was unternehmen. Ich wollte mich also nicht als Sigrid noch verkleiden. Ja? Geht ja auch nach Aschermittwoch. Aber ich habe jetzt was ganz Neues entwickelt. Ich mache jetzt, also es ist eine ganz eigene Sache, die ich da entwickelt habe. Ich nenne es Facebook. Ja? Und zwar geht man da zu den Leuten hin, wo die wohnen. Ja, und dann klingelt man da, die haben ja oft auch eine Klingel, und dann machen die ja auf. Ja, wenn sie da sind, machen sie ja auf, dann machen sie die Tür so einen Spalt auf und dann guckt man denen ins Gesicht und dann kann man denen auch die Nachricht direkt ins Gesicht sagen. Ende. So.